16 Jahre ist es jetzt her, dass das letzte Mal ein Überschallflugzeug, also die Concorde, Passagiere superschnell und luxuriös von A nach B gebracht hatte. Flugzeit New York-London, 3,5 Stunden. Irre. Jetzt werden Pläne für mögliche Nachfolger der Concorde immer konkreter. Schon 2035 könnte es Schätzungen zufolge weltweit rund 2000 dieser Superflieger geben. Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Genannt wurde sie auch Donnervogel oder Königin der Lüfte. Die Concorde brauchte nur 3,5 Stunden von London nach New York. Den Todesstoß versetzte ihr das Unglück im Juli 2000. Bei dem tragischen Absturz nach dem Start am Pariser Flughafen kamen 113 Menschen ums Leben, alle Passagiere sowie auch die Besatzung. Das bedeutete das Ende des Projektes, wohl überhaupt das umstrittenste der Luftfahrtgeschichte. Zwar gab es nochmal eine Fluggenehmigung, aber dann 2003 war Schluss. Denn von Anfang an war die Diskussion über die Concorde groß. Es ging um den Lärm der Triebwerke und so wurde es dem Überschalljet verboten, die maximale Geschwindigkeit über Land zu fliegen. Das war nur über dem Ozean erlaubt. Ein weiteres Problem, der sogenannte Überschallknall. Ein verdammt lauter Knall, der bei dem Verdichtungsausstoß entsteht, wenn das Flugzeug schneller fliegt als der Schall in seiner Umgebung. Die Schallgeschwindigkeit ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Luftdichte und der Temperatur. Das Verrückte dabei: Im Flugzeug selbst ist der Knall nicht zu hören, weshalb den Passagieren der Concorde immer in diesem einzigartigen Moment Champagner ausgeschenkt wurde. In einer Höhe von 11 Kilometern liegt die Schallgeschwindigkeit beispielsweise bei rund 1060 Stundenkilometern. Doch trotz der großen Probleme sind sich Luftfahrtexperten und Expertinnen sicher, dass die Überschallflugzeuge schon bald ein Comeback feiern werden. Und so tüfteln nicht nur große Firmen wie beispielsweise Lockheed Martin oder Airbus an neuen Überschallgeräten für Interkontinentalreisen, sondern auch viele Startups, Umwelt- und Verkehrsexperten und Expertinnen vom International Council on Clean Transportation, ECCT, haben jetzt eine Studie veröffentlicht, nach der bereits im Jahr 2035 etwa 2000 Überschallflugzeuge unterwegs sein werden und das tatsächlich an Flughäfen weltweit, wie beispielsweise Dubai, London Heathrow, Frankfurt und New York. Rund 160 Flughäfen werden in diesem Szenario von den Überschallflugzeugen angesteuert. Teilweise mit mehr als 100 Starts und Landungen pro Tag. Bei der Entwicklung vorne mit dabei ist beispielsweise Boeing. Der Konzern hat im Sommer 2018 das Konzept für den sogenannten Hypersonic Jet vorgestellt. Dieser soll mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen, in der Fachsprache auch als Mach 5 bezeichnet. Hierbei ist die Machzahl eine dimensionslose Angabe der Fluggeschwindigkeit. Konkret zeigt sie das Verhältnis der Fluggeschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit in der Umgebung. Diese fünffache Schallgeschwindigkeit des Hypersonic Jets wäre Wahnsinn, wie der Vergleich mit der Concorde zeigt. Die schaffte damals maximal Mach 2,2. Tatsächlich also eine Art Superflieger und so wird die Entwicklung sicherlich auch noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Bis zu 30 Jahren werden wir wohl noch darauf warten müssen, so die Angaben von Boeing selbst. Anders dagegen sehen die Pläne des US-Startups Boom Technologies aus. Schon 2020, also nächstes Jahr, soll die Ouvertüre in Betrieb gehen, wenn auch nur mit Mach 2,2. Zu den Investoren des Projekts gehören beispielsweise Google, Airbnb und Dropbox. Die Vision des Unternehmens, Passagiere für rund 2000 Euro in rund 3 Stunden von London nach New York bringen. Bei der Concorde kostete dieser Luxus damals übrigens umgerechnet 16.000 Euro. Auch das Unternehmen Airbus ist beim Thema Überschallflugzeug mit am Start und entwickelt derzeit den Businessjet AS2. Schon 2023 sollen ein Erstflug stattfinden. 2025 könnten dann erst einmal bis zu 12 Passagiere abheben. Später sollen dann deutlich mehr Passagiere transportiert werden können. Doch es gibt auch staatliche Bemühen, Überschallflugzeuge wiederzubeleben. Im Frühling 2018 machte die US-Weltraumbehörde NASA ernst und gab ein Überschallflugzeug in Auftrag. Und zwar wurde der Rüstungskonzern Lockheed Martin beauftragt, einen Prototypen des sogenannten X-Plane zu entwerfen, zu bauen und zu testen. Etwa 200 Millionen Euro ist der NASA das wert. Der Plan X-Plane soll in 16.000 Kilometern Höhe fliegen und zwar mit 1500 Kilometern pro Stunde. Seine spezielle Bauform soll den lauten Knall verhindern, und zwar indem die Schallwellen nicht miteinander verschmelzen, sondern in kleine Stücke zerteilt werden.
Die Bezeichnung des Designs Quid Supersonic Technology. Damit können die Jets dann direkt nach dem Start in den Überschallmodus gehen. Damit würde dann sogar die Reisezeit noch einmal verkürzt werden. Eine Miniaturversion des neuen NASA-Überschallflugzeuges wurde schon im Windkanal getestet. Im Jahr 2022 soll dann das endgültige Passagierflugzeug mehrere Tests durchlaufen. Für die Bevölkerung auf der Erde soll es nach NASA-Angaben dann im besten Fall nicht lauter sein als das Zuschlagen einer Autotür oder ein Donnergrollen. Umweltexperten und Expertinnen sind dennoch pessimistisch. Sie warnen davor, dass viele Länder, darunter auch Deutschland, mit regelmäßigen Überschallknalls rechnen müssten. Die Regionen rund um die Flughäfen seien durch den extremen Lärm bei Start und Landung dann unbewohnbar. Naja, aber dann würde natürlich ein Verbot greifen. Hinzu kämen nach Angaben der aktuellen ECCT-Studie 100 Millionen Tonnen zusätzliches CO2. Und das ist wirklich ein Problem. Das würde in die Erdatmosphäre gelangen. Pures Gift für das Weltklima also. Und so fordert die Non-Profit-Organisation, dass sich die Unternehmen und Hersteller der Überschallflugzeuge schon jetzt auf Umweltstandards konzentrieren. Könnten wir einen Weltraumaufzug bauen? Klickt auf dieses Video, mega spannendes Thema bei Dr. Watson. Unbedingt anschauen und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.